JT hat wieder Blueside gewählt. T1 gerade eben mit einem tollen zweiten Game. Mal sehen, wie Game 3 ausgeht. Bisher hatten wir nur Storms in diesem Best of 5. Wir haben 1 Set KT komplett ins Hang gesmurft. Game 2 T1 ebenfalls ins Hang gesmurft. Nicht ganz so clean wie KT. War schon noch ein kleiner Diff. Und KT bannt jetzt wieder Zarya und Kaiser? Nee, Kaiser jetzt von T1 rausgebannt. Mal sehen, was jetzt der dritte Bann wird. Ich muss sagen, Nico Bann in Game 1 würde irgendwie ziemlich viel Sinn ergeben. Denn Nico von Faker in Game 2 war schon sehr sexy. Jace Marokai bisher komplett ignoriert, auch irgendwie nachvollziehbar, weil es halt, ja, vielleicht zu... Ich will jetzt nicht sagen zu skilled, aber es ist halt... Weiß nicht ganz optimal für T1 in der aktuellen Verfassung. Die Draft gerade eben war schon sehr mächtig. Und jetzt Keen natürlich mit dem ersten Auftakt-Draft-Pick. In Game 1 haben wir hier die Tristana gesehen. Ich bin doch recht wenig dagegen, dass der Bro war im Screen, der BDD hier. Er ist chillig dabei. Oh, er nimmt die Nico weg von Faker. Alistair eingeloggt und es wird Jace Maokai. Jace Maokai, okay. Als Faker sagt, ich gehe Mitte und ich spiele mit Jace Maokai wieder, okay. Nico wird mich im Early Game ein bisschen dominieren können, aber dadurch, dass wir Dog Jungler traden, wir spielen jetzt ja immer hier gegen Nico Sejuani, gegen Nico Ivan, gegen Nico irgendein Tank. Dann geht Faker einfach Mercs das Item auf Jace und alles ist gut. Alistair war bisher in beiden Games von T1 gebannt, jetzt hier wird er sogar gefirstpickt. Das heißt, T1 sagt, okay, ihr könnt generell mehr gehen und wir haben Nautilus rausgebannt, ihr könnt gerne Leona gehen, das ist ein scheißegal. Also wir haben Botten immer ein gutes Matchup uns garantiert. Was macht er dagegen? Kiria und Lehens haben beide insane auf dem Alistair. Jetzt sehen wir jetzt so einen harten Respekt von ganz KT gegen den Alistair Pick. Sie draften Ezreal so früh im Game, einfach damit sie die Combo Arcane shiften können oder was? Das ist heftig. Ich hasse Ezreal. Champion ist fucking disgusting. In den meisten Games ist er einfach nutzlos. Aber hier wird er eingeloggt von Aiming. Urianische Ezreals haben natürlich den 10% Damage Boost, der nur auf dem Koreanischen Server existiert, aus irgendeinem Grund. Und ja, Faker muss sich jetzt hier entscheiden, Jace einzuloggen, oder aber du gibst Gumayusa seinen frühen Pick. Ich muss schon sagen, so eine Draven Lane gegen Ezreal kann schon sehr erotisch sein mit Alistair. Oder präferierst du doch Jace Maokai? Aber ich muss sagen, so nochmal Draven dagegen? So ein Nila Pick, so ein Draven Pick? Da bin ich kein Fan von. Also ihr bisher beide Games verloren in dieser Series, generell, also immer und immer schwächer. Er findet einfach alle Matchups. Also hier ist Scale zwar gut, aber er scaled langsam, weil du halt die Krone gehst, ne? Weiß nicht wieso. Alle Krone kaufen in den meisten Games. Wird mal Leandris eher fühlen. Und du verlierst halt Lane gegen Nico, verlierst gegen Jace, verlierst gegen Tristana, die populären Midlaner. Die letzten paar Patches sind alle am Winning gegen Azir. Azir ist immer fein am Scalen, immer okay, aber... Ja. Okay. Well, Leona-Bann ist fein. Du kannst noch mehr Medi-Supports rausbannen. Die Rell, wie gesagt, von Alistair E-Counter. Trotzdem guter Bann. Das ist halt die Frage, was pickst du mit Ezreal gemeinsam? Weil du pickst eigentlich Ezreal, um zu neutralisieren, damit andere Leute roamen können. Leona roamst du gefährlicher als Medio roamst oder sowas. Jetzt ziehen wir Bann, Draven-Bann, maybe? Ziehen wir Draven, und was geht dann unser guter alter Gumayusi? Wahrscheinlich entscheidet er sich dann für die Nila oder Samira. Ich habe keine Ahnung. Sehr schwer zu predikten hier. Draven auf jeden Fall ein Champion, der Snow könnte in dieser Begegnung, aber Draven schwer zu spielen gegen Nocturne, Nico mit Game. Aber dann again, welcher AD Carry ist leichter spielen gegen Nocturne, Nico mit Game? Kein AD Carry. Außer du hast viel Mobilität auf deiner Tristana oder sowas. Junge, selbst Tristana wird rausgebannt, weil sie genau den Pick respektieren, ne? Tristana wäre halt fein gegen Nico und gegen Nocturne. Das heißt, sie bannt Tristana Botlane, denn es kann ja nicht mit Tristana Midlane werden. Du hast schon als sie gedraftet. Und lassen damit Draven offen. Finde ich keiner nice. Tristana ist halt Loki halt fein gegen diese beiden Engage-Champions, Nico und Nocturne. Draven ist deutlich angreifbarer. Ja, Draven ist nice gegen Ezreal. Landing Phase komplett fein. Und, aber danach im Team war es halt für Draven schwer zu spielen. Deswegen geht er an den Mobility-Champions namens Lucian. Wir haben Lucian auch bereits von EDG gesehen. Von Uzi, ein wirklich legendärer Lucian ebenfalls. Gerade in den frühen Tagen dieses Picks. Wir sehen Lucian extrem selten in der aktuellen Meta. Wirklich ein einziges Game in China, das mir jetzt direkt eingefallen ist und kein anderes Game, das mir überhaupt einfällt. Das heißt, ja, Gumayusi und Kiria hier auf Playmaking-Tools. Lucian kann auf jeden Fall sich selbst besser peelen, vor allen Dingen der Engage-Champions KT, aber er sieht nach einer sehr harten Draft aus zu spielen, wenn Lucian nicht ins Game reinkommt. Denn, ja, du hast sehr viel Magic Damage, du musst sehr hart disengagen gegen Jax, Nocturne, Nico. Und ich habe ehrlich gesagt keiner, was du top in die Draft ist gegen Jax. Also der No-Brainer ist einfach natürlich der Renekton. Aber ich fahre Renekton hier nicht so sehr. Rumble ist terrible, du hast zu viel Magic Damage. Okay? Macht er nicht. Ist fake. Ist fake Cover, ist fake. Macht er niemals. Er pickt Renekton hier.
Oder nah, maybe. Oh, okay, das feiere ich, ja. Ja, nein, Zeus, tu's nicht. Du bist ein guter Jace, aber tu's nicht. Nein, nein, kein Zion. Auch Zion ist auch scheiße. Das ist, ja, wie gesagt. Warum hab ich mich überhaupt gehypt? Ich wusste. Nein, nicht der Kessante. Pick doch Renekton. Oh, mein Mantel. Ja, ich feiere KD's Draft viel mehr. Ich finde KD's Draft insane. Nocturne geht rein, Nico flank, Jax flank, Guardio ultet auf irgendjemanden rauf, es spielt keine Rolle. Und jetzt also, ja, weiß ich nicht, T1's Draft. Also wenn Faker nicht komplett smurft, kann Gumayusi nichts machen. Auch wenn Gumayusi gut ins Game reinkommt, ist es useless in der Draft, gegen die er spielt. Also Little Faker muss Bombi 9 machen und Faker kann Bombi 9 machen. Aber er muss Leandris kaufen, er muss eine gute Landing Quest haben. Und aktuell gegen BDD eine gute Lane zu haben, ist sehr, sehr schwer. Der Mann ist so insane gewesen in Regular Splits. Viel Spaß, Faker. Wird nicht einfach. Ja, drei Boostside Wins wäre natürlich das zu erwartende Resultat. Aber eigentlich ein Joke. Drei Boostside Wins sind nicht das erwartende Resultat. Denn eigentlich sollte KT einfach besser sein, überall, egal wo sie sind. Aber Timon hier am Abliefern in Game 2. Mal sehen, was Game 3 mit sich bringt. Wir haben noch mindestens einmal Timon auf der blauen Seite im nächsten Spiel. Sollten sie verlieren und sollten sie gewinnen, dann haben wir so oder so nochmal ein viertes Game. Wir haben eine Series und es wird spannend bleiben. Timon auch gestern mit einem tollen Überraschungs-Win gegen Damwon. Da habe ich so 60-40 gesagt, dass Damwon gewinnt. Heute habe ich 90-10 für KT gesagt. Und ich will unbedingt eines Besseren belehrt werden. Bitte, bitte, Timon, macht mich glücklich. Aber KT ist schon hart gefavored heute nach wie vor. Auch wenn sie Game 2 gegrieft haben und direkt das Game lost war, nachdem sie halt fast battet wurden auf Botlane, ohne einen einzigen Minion zu verlieren, Top-Lane Competitive. Du hast halt gerade eben Game 2 einfach gewonnen, weil du so outlaned wurdest. Das nochmal zu schaffen, ist nicht so einfach. Tolki, warum halten sich immer die Schilder vor dem vors Gesicht? Ja, das werde ich oft gefragt. Korea ist einfach eine andere Mentalität als im Westen. Wenn die Kamera auf dich ist, dann geht es quasi nicht um dich, sondern es geht um dein, das, was du halt, also um das Schild, basically. Weißt du? Die Leute wollen sich kulturell nicht selbst in den Mittelpunkt drücken, wollen nicht herausstechen. Sie wollen einfach das, wofür sie da sind, halt im Mittelpunkt zuräumen. Und quasi, wenn sie ein Team anfeuern, ein Spiel hypen wollen, dann soll das die, der Fokus der Kamera sein. Also meistens halt das Schild, auf dem irgendein Witz draufsteht oder so, den ich nicht kenne, weil ich kein Koreanisch kann. Aber ja, geht nicht um sie, geht um die Personen, die sie hypen wollen. Machen aber auch alle Fans. Also es ist kein weibliches Ding, weil immer fragen, warum machen es nur Frauen, dass sie sich verstecken, machen die Männer genauso. Ist einfach immer ein kulturelles Ding, das am besten anders wäre. Da würde jetzt Kisscam kommen und dann musst du deine Freundin küssen oder so. Würde im Westen kommen, aber nicht in Korea. Ich nehme ganz kurz ein Wasser, ein Glas Wasser und ich habe noch nichts getrunken, ich habe Durst. Lehens on the Galio support. I think the last person to play Galio support here in the LCK was Carrier. Yeah, that does seem right. And I don't know if we'll get the stats because regular season versus playoffs, but definitely a good shout out because Carrier did pull it off a few times. It was the one of the picks that Faker liked to prioritize early and then they would swap it. As Lehens trying to get his flash early here, but he's got a blast cone. He's not too worried. It's actually going to offer some damage. Faker gonna have to blast cone away. This is a bit awkward. Das ist sehr awkward. Was ist das für ein Date? Okay. Kass muss rausflashen eigentlich, oder? What the fuck? Puppy's getting upset. And I think in the end, everyone's just gonna back away. BDD getting control of the mid lane. Das sucks für Faker. Er hat 3 Minions gedroppt, ne? 3 Minions. Er hat ein halbes Level in XP verloren. Zayas and hits him. Says that's for being mean to me in the last game. A little bit of health advantage here in the jungle matchup going to KT. Cuz losing flash on early game, Nocturne doesn't feel too bad. Carrier having a lack of flash actually feels more impactful, arguably. 6-0 auf der, okay, scheiß mal auf die Stats. No joke, egal was hier angezeigt wird von KT, dadurch, dass sie im Summer quasi nur gewonnen haben, sind alle ihre Stats eh insane. Also sie sind halt 17-1 gegangen. Klar haben sie auch die meisten Champions gewonnen, wenn sie sie mehrmals gespielt haben. Kiria ist kein Champion Level 1, kriegt komplett auf die Fresse. Gumayusi ist bereits Level 2 geworden, Kiria nicht, weil er beim Level 1 Fistfight länger beteiligt war. Ja, rough. Frontline-Matchup ist auch nicht gut für den Kessante. War früher mal gut, ist nicht mehr gut. Nach den Nerfs ist Jack schon durchaus besser in dem Matchup. Also Zeus wird ein bisschen leiden. Aber that's fine. That's fine, that's fine, that's fine, that's fine, that's fine. We are fine. Kopium. And Guma, he's got a pretty huge win rate on this Lucian. This should come as no surprise to anyone who watched him play in the Lucian Nami Zeri Lulu meta. Ja, ist leider ein bisschen her, die Lulu-Nami-Meta, die Lucian-Nami-Meta, nicht Lulu. Ein wenig lange her. Hier wird jetzt Owner invaded, du hast keine Botlane-Prior-Owner.
Smite am besten deine Wölfe einfach und lass los. Ja, er muss auch aufflashen. Schade, Mann. Ja, ist komplett doomed, Botzeit. Ist komplett doomed. Faker noch mit, dann viel zu viel CS verloren für den Fistfight. Richtig starker Invade von KT. Jetzt ist richtig snowballed. Also das zieht sich jetzt wie, es wird sich wie ein roter Faden durch das Game durchziehen. Mid ist jetzt fucked wegen des Invades, Jarl ist fucked wegen des Invades und Botan ist fucked wegen des Invades. Weißt du, was machst du jetzt? Contestest du irgendwie noch deinen Grom? Du hast keinen Flash mehr. Also wenn Hens auf dich raufkommt, bist du tot als Owner. Faker kann niemals zuerst move, Nico hat so oder so Pressure gegen Azir. Nochmal umso mehr, wenn Azir ein halbes Level XP einfach misst, weil er nicht da ist in Landing Phase. Also richtig schöner Auftrag von KT, machen sie klasse. Jetzt bist du doppelt CS behind bei Owner und du hast keine Camps mehr. Sehr, sehr, sehr entspannt. Noch Double Crap noch genommen von Kass. Hier wird gerade heftig auch Jungle, aber es ist einfach eine Team-Effort. Das ist kein Jungle Diff, es ist einfach entstanden aufgrund des Invades, den du Ziel durchgeführt hast. Owner kann sich nicht wehren und hat nichts, was er machen kann. Oder hat keine Camps mehr und hat nichts. Kass hat einen gesamten Quadranten und entwertet sogar noch die Raptoren. Das ist so insane von Kass. Ja, Owner ist so far behind. Er kann nichts machen. Jedes Camp gehört Kass. Kass sollte sogar ein bisschen Zeit stallen, weil er kein zweiter Part. Also wenn er einfach nur wartet, verliert er Zeit, aber auch Owner. Und er gewinnt halt irgendwann wieder sein Smite zurück und er macht währenddessen die kleinen Raptoren. Richtig stark. Richtig starkes Jungle. Das ist so gut. Das ist so ein Competitive auch einfach. Ja, das würdest du so niemals so sehen, aber es ist halt nicht so gut. Es ist ja Competitive. Owner kann nicht mehr spielen. Jetzt kannst du sogar noch Crux anwählen, wenn du möchtest. Er hat nicht mal gesmited. Like, was willst du machen? Owner hat kein Counterplay. Das Gute ist, er spielt Maokai. Der Baum ist obviously ein Champion, der nicht so viel Gold braucht. Aber gerade Level 6 zu werden vor Herald ist halt super wichtig. Und oftmals spielt er auch Maokai First Item Demonic Embrace. Vielleicht musst du jetzt sogar respecken. Wenn du so far behind fällst, ist vielleicht der richtige Call, First Item direkt Radiant Virtue zu gehen, damit du ein Tanky wirst. Also es ist halt einfach ein sehr hartes Game zu spielen für T1 insgesamt. Wildpad KT, wurde ich richtig mächtig. Faker wieder mit dem klassischen Play, er tradet sehr viel Leben für Mana. Daraufhin kann die Wave vielleicht halbwegs spielen. Er ist auf sehr far behind in der Mitte gefallen. Ist das Matchup geschuldet, aber auch Level 1 geschuldet. Beides natürlich, BDD ist aber auch eine gute Nico. Wie die meisten unserer asiatischen Nikos, sehr insane auf dem Charakter, wenn es darum geht, Engages zu finden, trotz der Nerfs mächtig. Jetzt hier ein Fade von Owner, er war Base Ruby Crystal, er kann vielleicht die Raptoren bekommen, bevor Nocturne dazu rennt. Nocturne hat kein Smite, noch ein Bramble Smash plus Smite und er wäre fein. Nice. Oh, nice. Thank goodness, dass er noch das Jungle-Item geprockt hat. Visasar macht noch ganz kurz Rankenhieb auf die großen Raptoren und kriegt damit nochmal den Proc durch. Und es wird Owner trotzdem normal invaded, oder? Nee. Faker die Beat Mitte. Und deswegen wird hier nicht invaded werden von Kass, weil sonst könnte er direkt Wölfe invaden. Aber BDD war noch nicht Base, Faker schon, also lieber nicht invaden gehen, schon sinnvoll. Ja, 20 CS mit Midlane ist heftig. Jungle Diff ist heftig. Bot und Toplane ist auch, also Toplane fehlt einfach. Du hast 10th Pick Cassandra gemacht, der nicht gewinnt gegen Jax. Das ist kacke. Renekton hat dich mehr gefühlt, wie gesagt, Cassandra genervt. War nicht mehr so gut im Matchup. Aber hey. Gesandt ist Gesandte. Im Midgame kann er seine Magie walten lassen und Showmaker sauer machen. Showmaker sitzt gerade zu Hause und verbreitet sich auf sein Game im Legion of Qualifier vor. Und er sieht Gesandte, wie direkt der Monitor zertreten. Ruffy McTuffie. Was passiert, wenn Timoni verliert? Dann steht es 2-1 und dann spielen sie in Game 4. Und wenn Timoni die Series verliert, dann spielen sie im Lower Bracket am 13. oder 12. 12. glaube ich. Am 12. nochmal. Also ihr verliert jede Runde Lane, ja. Also ihr verliert immer Lane. Also ihr verliert auch gegen alle Champions Lane. Also ihr gewinnt gegen niemanden mehr. Au, 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 ist das gut? Scheiße. Nein, ist echt ein geiler All-In, weil Keen hat kein Ult ready und kein Counter-Strike ready, sorry, und die Wave war bad. Heißt, wenn du ihn da weg ultest von der Wave, kommt die Wave von deinem Turm und du kannst sie vielleicht All-In. Aber du hast ja keine Info auf Kass gehabt und Kass tötet dich einfach. First Blood also für den Jungler von KT. Er kann jetzt Base gehen und direkt Botlane anulten und für den Drachen spielen. Der Nocturne ist extrem strong und Owner wird nicht mal Level 6 werden für den Herald, also. Ja, es ist ein sehr hartes Game für die One noch zu spielen. Es ist schon sehr gesnowballt. Über leichte Tendenzen, die sich in größere Tendenzen, größere Vorteile snowballen werden mit der Zeit. There's just not going to be time for a contest. And Keen does have teleport. We'll be able to pick up that. Deine Schindler-Finanz hat man bekommen. Danke dir. Der hat keinen Counter-Strike, ne? Die Wave ist riesig. Kein Counter-Strike auf Jax, also gehst du ham. Aber natürlich ohne Stream quasi in Richtung seines eigenen Junglers. All-in absolut nachvollziehbar. Wenn es Zombie on top dann wäre, würde Jax da sterben oder aber Flash verlieren. Und vielleicht würde der Zeus nochmal nachflashen auf seinem Cassante. Aber auf jeden Fall droppt Jax die gesamte Wave. Also All-in-Timing ergibt Sinn für Top-Lane. Aber es ist halt kein Vakuum, das Game.
Jungle unterscheidet, entscheidet da den Fight auf jeden Fall. Ja, jetzt einfach Drake ist free und Harold ist trotzdem free. Weil ich glaube, selbst wenn ohne alle Camps farmt, ist er nicht Level 6 Topside, ne? Er hat das auf Toren schon gemacht, der macht gerade Rap-Buff und wird jetzt zu Crux laufen. Ich hoffe, er ist Level 6. Aber ehrlich gesagt, er wurde so outjungled im Early Game, es ist rough. Man, es gibt halt Catch-Up-EXP, also vielleicht reicht's aus. Gerade wenn Krabbe noch spawnt, er pinkt auch die Krabbe vehement. Ist Level 6 von Crux, please. Er ist Level 6, gut. Richtig. Ohne Level 6, weiß ich nicht, wie wir Harold fighten würden. Aber Timon wird Harold safe fighten, danach sieht's aus auf der Karte. Denn wie immer sind alle Supports mit dir versammelt. Für Priorität am Kämpfen in der 9. 8. Minute, je nachdem. Ob du Harold on Spawn spielst oder ein bisschen delayed, in dem Fall delayed, weil halt KT noch den Drachen gemacht hat und Gettiga den Ton des Games bestimmt. Gumongo wird reingepusht von Ezreal, kann aber vielleicht sogar noch Lin anspielen und dann hochrotieren oder aber Botlane bleibt auf Platten agieren. Yeah, Ona ist da, cancelt Harold zum ersten Mal. Ich glaube, je länger Timon hier oben tanzt, desto besser für Guma, weil Guma wird langfristig Botlane die Wave bouncen und Pressure haben. Dann kann er entweder halt hochrotieren oder aber Ezreal vielleicht sogar in und töten oder halt Platten nehmen. Ezreal kennt es nicht so einfach für Lucian, aber Ezreal gewinnt normalerweise nicht gegen Lucian Early Game. Und er nimmt jetzt den Harold, er ist Maokai, unten Zone, Guma, Yuzi, Ezreal weg, das ist stark. Ja, jetzt kommen alle dazu, 4 gegen 4, Ready Carries fehlen, Hands flasht auf Faker, Faker im Fokus durch Paranoia und Faker ist basically fast wanted, muss rausflashen und rausdashen. Er sieht gar nichts mehr und jetzt kommt Keen ins Pit rein mit Faker, einfach finishen, Faker ist tot. Keen kann machen, was er will mit dem Kill. Schön von ihm gemacht. Jetzt Ulti auf, Kass rauf, Kass auch noch tot. Schön von Timon, dass sie sich auf der gleichen Seite positionieren. Und das ist gut für Timon. 1 zu 1 Trade, der starke Jungler tot. Und währenddessen gewinnt Guma Yuzi ja Botlane 1 gegen 1. Zeus Power Spike, glaubt ihr, warum läuft Zeus nach vorne? Warum? Raus, raus, nein, noch nicht rein, raus. Okay, rein, raus, 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 raus. Geil, Mann. Ich hätte niemals gedacht, dass der Bramble Smash nochmal kurz den Galio Richtung Kesante schiebt und deswegen Kesante den Kill bekommen kann. Richtig wichtig gemacht von Ona. Hätte ich nicht gesehen, hätte ich auch nicht geschafft, das so zu spielen. Richtig schön gelöst von Ona. Well fucking played. Giga Zeus Dash durch und unten währenddessen halt auch Winning für Lucian. Heißt, Timon gewinnt hier den Fight. 2 zu 1 im Topside River. Drake, Harold wurde verteidigt, Drake wurde abgegeben und währenddessen gewinnt halt Guma Yuzi 1 gegen 1. Das ist einfach das Matchup halt, da kann Aiming gar nicht viel machen. Also nice, eine Platte unten, bisschen Ezreal harassed. Ein paar Minutes the Night, Zeit gespielt und du kannst das normal das gleiche machen für Harold. Die Frage ist halt, pushst du noch D-Wave und gehst dann Base als Guma Yuzi? Hast du vielleicht deinen ersten Power Spike in der Basis Richtung Kraken, Gale Force aufgestellt sein, ist immer ein nicer erster Hit. Aber jetzt kommen wir noch auf den Fight drauf, also ne, Faker hier ein bisschen am Paniken, nachdem er angeflasht wird, auch nachvollziehbar. Er hätte nur flashen müssen, aber das wusste er halt nicht. Er hat keine Info, weil er nicht sieht. Wir sehen alles. Er weiß nicht ganz genau, wie Poplar noch eingeflasht werden könnte, weil er halt nicht aus, Licht ist halt aus, Nocturne ist OP. 6 Sekunden Hardcore CC von diesem Champion. Und hier guckt jetzt auf Onus, Rambus Smash und auf Zeus. Zeus geht rein, wird hier extrem gechunkt von Keen mit seiner Ult. Grandmaster Smite ist wirklich mächtig. Kriegt sehr viel Damage gegen den Kessante durch, bis der fast 1 HP ist. Kyria cancel Counter-Strike und jetzt der Bramble Smash Richtung des Toplaners. Der dasht hindurch mit dem zweiten Pathmaker dank des Resets von All Out. Und auf einmal kannst du dort entrinnen und den Kill bekommen. Schön von T1. Damit kriegen wir den Herald, wir kriegen den Kill, wir kriegen Platte Toplane, wir kriegen Platte Botlane. Sehr nice bisher. Sehr nice das Early Game, dass wir wieder ausgleichen konnten. Weil, also es war halt so fucked mit dem Jungle Diff, auf was ich auch Snowboard in drei verschiedenen Positionen, Botlane, Midlane und Jungle, dieser Invade. Aber jetzt nachdem Kass gestorben ist und wir Harold getauscht haben, ja okay, bist immer noch wahrscheinlich so 30 CS bei einem Owner, immer noch spürbarer Nachteil des Early Games, aber es ist deutlich besser geworden. Gerade wenn wir Objectives traden, alles in Ordnung. Sehr, sehr huge. Sehr huge. Ist es normal, dass man die englischen Caster hört? Ja. Es gibt keinen Clean Feed für mich. Wir können es aber ein bisschen leiser machen, wenn es euch zu laut ist. Das Ding ist halt bloß, wir haben entweder halt englische Caster oder gar keinen Ingame-Sound. Und ehrlich gesagt mag ich englische Caster meistens. Denn in Regular Season ist ein toller Mehrwert, da bin ich nicht ganz so hyped wie jetzt. Jetzt rede ich halt super viel, weil ich einfach hyped as fuck bin. Aber Regular Season, da geht es halt um nicht so viel wie jetzt. Deswegen ist es manchmal ganz angenehm, wenn ich ein bisschen chillen kann und auch mit den Castern interagiere. So, wenn die irgendwas sagen, kann ich darauf eingehen. Ist auch ein Mehrwert für den Stream. Aber ja, in China haben wir halt einen Clean Feed, in Korea haben wir keinen Clean Feed. Ich habe einen Clean Feed angefragt fürs Finale. Hoffentlich kriegen wir da einen, damit ich das Finale dann gemeinsam kommentieren kann. Das machen wir offline, das Finale. Wenn ihr vorbeikommen wollt, Chat, das LCK-Finale machen wir allererstes Mal. In deutscher Szene gibt es ein Offline-Finale für die LCK. Am Alexanderplatz in Berlin. Leider beginnt es 8 Uhr früh. Trotzdem haben wir schon fast alle Tickets verkauft. Ich glaube, wir haben drei Viertel verkauft. Noch, ich glaube, 25 Tickets gibt es.
Was nice ist. Freut mich, wenn ihr da vorbeikommt. Wird cool. Und ja, mal sehen, wie das Event stattfinden wird, wie das laufen wird. Ich freue mich da extrem drauf. Gerne Ausrufezeichen LCK-Finale eingeben. Es gibt auch den ersten, den allerersten Tolkien-Merch. Der wird dort an die ersten 50 Besucher for free ausgeteilt. Gibt ein paar Sachen zu gewinnen. Volumons gegen meine Gäste und gegen mich, of course. Ein paar Quiz-Show-Formate planen wir gerade. Und natürlich hauptsächlich das Hauptevent ist halt LCK-Finale. Was wir da kommentieren werden. Wird richtig, richtig cool werden. Ich freue mich da extrem drauf. Mal sehen, wie es wird. Und ja, ich habe halt super Angst von der leeren Halle. Ja, es ist halt spooky, wenn es 8 Uhr morgens, kurz vor der Gamescom, kurz nach Prime League-Finale. Ich habe sehr viel Angst, dass niemand kommt. Aber mal sehen, wie es wird. Wird es auch gestreamt? Ja, wird auch gestreamt. Es wird auch diverse Skin-Codes und so für den Stream zu gewinnen geben im Chat. Ich habe schon ein paar TFT-Eier-Codes vorbereitet, ein paar League of Legends-Codes sind auch vorbereitet und einfach generell ein paar Sachen auch für Chat natürlich zum Giveaway. Wird ganz normal das Stream sein, wie immer. Bloß halt von einem anderen Location-Ort aus mit Live-Publikum. Was schon sehr cool wird, hoffe ich. Mal gucken, wie die Leute sich hypen lassen. Es ist halt 8 Uhr morgens, ne? Ist halt früh. Bleibt früh. TFT-Codes wichtig und richtig. Ja, wichtig und richtig. Ich habe schon Flixbloß. Ich bin 7:50 Uhr am Alex. Alter Bruder. Ja, 7:50 Uhr sollte auf jeden Fall reichen. Weil wir haben noch ein bisschen Pre-Show. Also es wird ja wahrscheinlich so eine kleine Pre-Show geben in Korea. Letztendlich, Korea startet ja immer sehr pünktlich. Ne? China hat Pre-Show um quasi 11 Uhr. Und dann geht das Game um 11.30 Uhr los. Korea macht Pre-Show um 7.30 Uhr und dann geht das Game um 8 Uhr los. Also mal sehen. Aber ja, wird auf jeden Fall ein Banger werden. Ich habe auch schon 2 Gäste, die recht safe zugesagt haben, was cool ist. Mal sehen, wie wir noch eine organisiert bekommen. Ist halt recht schlechtes Timing. Da gerade mitten in den Ferien, kurz vor Gamescom, kurz nach Prime League-Finale, da hat kaum jemand Zeit. Aber mir ist halt die LCK einfach ein Herzensding, gerade wenn T1 vielleicht sogar schafft, den insane Miracle Run hinzulegen und beim LCK-Finale zu spielen. Das wäre das unglaublichste Comeback. Und das bahnt sich gerade an, denn wir sind gerade in Game 3 drin. T1 hat Herald und den Drake bekommen. Finden gerade ins Game rein, haben erstmalig einen leichten Gold-Lead von 100 Gold, also kaum nennenswerter Natur, aber trotzdem Lead. Und das ist so unerwartet, dass das Game jetzt auch so competitive ist. Game 1 war ein Stomp, Game 2 war ein Stomp, Game 3 sehr ruhig. Sehr ruhig, Early Invade, ja, aber nach dem ersten Herald-Fight jetzt ist es ruhig geworden, zweite 2 Kills. In Game 1 und 2 war ja 15:4 und 17:7, das Game sehr schnell zu Ende. In der 23. respektive 24. Minute, das ist jetzt sehr, sehr, davon sind wir sehr weit entfernt. Das Game hier wird langsam kalkuliert werden, im Style von Korea und nicht im Style von China wie Game 1 und 2. Und das ist eigentlich traditionell auf jeden Fall eine Stärke von T1, die hier auch nicht wirklich outscaled werden. Im Gegenteil, wenn sie es schaffen, dass Gumayusi am Leben bleibt gegen den initialen Hard Engage von halt Nocturne Ult, ein Follow-Up mit Galio und so gegen halt die Bombo-Kombo von KT. Man hat outscaled T1 im Teamfight, aber es ist halt outplay-based, execution-based. Ne? Wenn Nocturne den Galio in die Backline reinbringt, wir den 5-Mann Knockup sehen, du 5-Mann Taunt, ist der Fight sofort zu Ende. Genau das Problem, wie bleibt Lucian am Leben? Er muss jetzt Cleanse investieren und er bleibt erstmal am Leben. Schöne Stopwatch, das hat er halt nicht jedes Mal ready. Jetzt kommt noch Kali-Ult durch. Oh no, und Kass kann rauskommen, ne? Schöner Kill noch von Kiri, der unter den Turm geworfen hat. Jetzt ist Seos da, der ist rein TP'd. Wichtig von T1, die Collapse Nier, Lehens auch noch tot. Der hat noch Flash, aber es wird nicht reichen. Damit T1 3:1 straight. Lucian hat geflasht, geclanced und gestopwatcht. Dennoch gestorben, aber ganz KT droppt dafür ebenfalls ihr Leben. Sehr, sehr sexy von Gumayusi gemacht und auch von T1, die da unten collapsed sind. Jetzt auf einmal ein 600 Gold Bounty. BDD muss noch Botlane TP'en, um den Turm zu covern. Faker macht das gleiche auf Toplane. Sehr sexy von T1, die da Lucian rächen können. Das hat die Angst später, dass das halt nicht klappt, wenn Lucian nicht stoppert, schon 30 mehr an Summoners hat, dass er einfach stirbt und das war's. Da hast du ein Problem. Und Faker macht noch 0 DPS, das ist wieder der Crown-Build. Ihr wisst, ich bin nicht großer Fan davon, Azir ist einfach für eine Ewigkeit useless mit diesem Item-Build. Er wird auf jeden Fall ein Late-Game-Monster werden und du spielst auch gegen 5 Backline-Diving-Champions, deswegen verstehe ich Crown absolut gegen Nocturne, gegen Nico, gegen fucking Jax und Galio. Verstehe ich absolut, aber ist halt trotzdem wenig DPS. Und Gumayusi kriegt hier sehr viel Damage durch. Er hatte nochmal Zeit, dadurch muss Elming nach vorne rennen, Clans investieren und nochmal nach vorne rein Arcane shiften. Das tötet ihn am Ende an Kerias Combo des Headbutts. Daraufhin stirbt er und top dann jetzt der Dive gegen den Jax. T1 bleibt aktiv. T1 dominiert ja auch Game 3 vielleicht. Keen ist tot, er sollte bitte an Faker sterben. Der wird noch exhausted, weil er sonst vielleicht Kira gekillt hätte. Faker kriegt den Kill und Faker kriegt den Turm. Jetzt kommt die Two-Shot Barrage, aber sie wird jetzt hier nicht finden. Nice. Damit kriegt Faker noch lokales Gold des Turrets. Faker kriegt den Kill. Nicht. Werden den Kill bekommen. Ich trolle. Demonic Embrace von Maokai. Okay. Anyway, ist fine. Und T1 ist happy. T1 hat den Herald bekommen. T1 hat Drake bekommen. T1 kriegt den Toplane-Turm. First Turret. T1 kriegt die Kills auf Botlane. T1 kriegt die Kills auf Toplane. Alle Kills letzten paar Minuten laufen für T1 aus. Perfekt. Perfekt.
Richtig, richtig sexy. Und das ist immer so die Angst mit KT, ne? Weil ich sympathisiere halt auch mit KT. Ist ein tolles, sympathisches Team. Obviously bin ich viel härterer Timon-Fan als KT-Fan. Aber es ist so typisch für KT. Wenn du dich erst anfängst, für sie zu freuen, dann choken sie und verlieren ein Matchup, das sie nicht verlieren sollten. Und Timon jetzt hier am Harold Nummer 2. Der ist schon sehr, sehr low, aber resettet. Maoka Ult kommt durch, während Harold recoils. Er resettet, das ist sehr, sehr ungünstiges Timing. Nocturne wird Paranoia anwerfen. Lehens hat noch keine Grand Entrance ready. Oder sorry, Heroes Entrance. Grand Entrance ist Rakan W. Heroes Entrance ist Galio Ult. Jetzt Kiria. Zone ein bisschen durch. Kannst du den Heraldimus einsammeln? Zeus ist der tankigste Champion, der das genau zu tun vermag. Er tut es ebenfalls. Harry direkt Mitte setzen, Chat. Danach zum Drachen laufen. Die Gegner abcutten. Abschneiden. Was du jetzt machst, ist, du stellst den Weg ab. Du spawnst Harry mit, hä? Dann spawnst du Azirturm mit, hä? Und dann läufst du zum Drachen. Kriegst Drake for free. Jedes Mal. Okay, machst du nicht. Schade. Scheiße, ich war schon hyped. Warum macht Timon das nicht? Warum geht es denn Harold Toplane? Du hast kein TP auf deinem Harold. Jetzt bin ich nicht mehr hyped. Ich habe gesehen aus Base, dass Zeus Toplane läuft statt Mitte. Ich verstehe nicht, warum Zeus Toplane läuft. Weil er hätte einfach Mitte gehen können. Hätte Harold gespawnt, Mitte-Turm ist tot. Du spawnst Harold. Du spawnst Harold, du spawnst den Mitte-Turm von Azir. Kriegst Drake for free. I mean, wäre nicht bad. Aber anyway, du kannst immer noch machen. Zeus jetzt Toplane, gleich die P ready. Er könnte jetzt noch die Wave da durchpushen und da Mitte rennen. Jetzt rennt er Mitte. Vielleicht kommt der Play bloß halt delayed. Du hättest ihn direkt machen können, den Play. Vielleicht machst du ihn jetzt einfach eine halbe Minute später, eine Wave später. Ist nicht optimal, aber, well, it still works. Faker pusht Bot dann durch. Jetzt kommt hier der Harold Mitte gelaufen. Wird Zeus ihn aufwenden. Der Wort ist nein. Timon kriegt den Drake so oder so for free. Paranoia noch nicht ready. Heroes Entrance schon ready. Heißt, Timon kriegt den Drachen so oder so for free, aber sie kriegen mit den Turm erst sehr, sehr spät. Gaining an Harold wird. Oh, 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 bitte nicht. Keine PDD-Stil-Aktion. Nice, nice, nice. Schönes 1182 Smite von Owner. Dieser mächtige Baum, diese Eiche. Kriegt den Smite da durch, easy und free. Junge, Timon. Natürlich ist es scheiße, dass die Maoka-Map, dass die Inferno-Map gegen Maoka gespawnt wurde. Das sagt, Maoka liebt seine Büsche und seine Choke-Points. Damit seine Ult stärker wird und seine Zapdings stärker werden, natürlich. Aber ist trotzdem fein. Zwei Drachen, die du für T1 bekommen kannst auf Inferno Map, ist immer nice. Immer und immer nice. Faker wird mit der Zeit immer mehr ein CS bekommen als BDD. Landing Phase war Draft, vor allem wegen Level 1. Aber jetzt auf Side, dann wird der Azir einfach stärker werden als Nico, gerade im Hinblick auf Nashor's Tooth. Kann dann deutlich schneller die Wave auf 1 hinten und weggehen. Er muss das Angst haben vor diesem Play hier, ne? Guckt Kass euch an. Kass wird vehement von T1 gepinkt, das ist so geil. Wenn ihr auf die Nimp geachtet habt, wurde gerade permanent Kass Location gepinkt, obwohl T1 keine Info hatte. War genau gepinkt dann, wo er war. Richtig exakt, wo er war, haben sie gepinkt. Damit Faker safe spielt. Jetzt auf Stack auf der nächsten Wave wieder nach vorne. Rapbuff wird fehlerhaft geultet von der Two-Shot-Barrage. Und jetzt läuft Zeus im Midlane, das heißt, das wird der Harry-Play werden. Er gibt Top-Lane-Turm auf und will zwei Midlane-Türme anspielen. BDD kann jetzt zuerst moven, aber du hast dann den sechsten Mann des Harolds, den du spawnen kannst. Leider ohne Faker, der direkt einen Turm setzen könnte, aber Faker hält halt die Nico auf Botlane. Du tradest quasi zwei Midlane-Turrets für einen Top-Lane-Turm. Und wisst ihr was, das ist so un... Oh, Faker ist sogar greedy-fended für Top-Lane-Turm. Mag ich das? Also okay, du tradest 1 für 0, aber du tradest halt TP noch oben drauf. Oben die Ult von Keen. Keen ist aber schon recht tanky. Faker hat nicht viel Damage, also... Wenn Kiria ihn anflasht, maybe. Kalkstack flasht über die Wand. Keen hat TP von BDD. Kommt BDD nur rein, TP oder spielt BDD für Bot-Turm? Jetzt wird auch Faker geturnt. Grandmaster Smite angeworfen, genau wie Paranoia. Paranoia ist nur da, um Faker Angst zu machen. Nocturne ist niemals in Reichweite. Aber Faker hat keine Angst, er weiß genau, wo Nocturne sein müsste. Das heißt, Keen stirbt hier. Also tradest du Midlane-Turm für Botlane-Turm und du verlierst TP auf Faker, aber kriegst dafür einen Kill. Junge, Azir macht kein Damage, ne? Das ist so fucking useless fürs gesamte Early-Game. Jetzt Timon mit dem Nash. Nash ist geil mit halt dem Maokai. Gerade wenn Nico reintippen muss, aber eigentlich geht es nicht um Nash, es geht um vor allem den Nico-TP. Wir warten einfach auf Nico-TP, basically. Sobald Nico-TP, sollte Nash hier gecancelt werden von Timon. Bitte, bitte, flippt nicht einfach gnadenlos Nash. Es ist immer Flip gegen Nocturne. Es ist niemals Free, auch mit Maoka Ult nicht. Oh, Nocturne keine Ult mehr, ich trolle! Es ist Free Nash, of course! Der hat gerade geultet, weil er Fake Angst machen wollte. Ich bin reported. Was für ein schlechter Cast bin ich denn? Geiler Play von Timon, kriegen Nash for Free, Nocturne ist auf Cooldown. Easy, Zeus setzt ihn weg danach, aber stirbt hier. Trotzdem BDD, Zeus überlebt sogar. BDD ist schon tot, Zeus kommt raus. Junge, wo kommt dieses T1 her? Wo kommt dieses T1 her? Like, no joke. T1 war so fucking boosted. T1 war so unglaublich bad. 4-14. Es gab nur einen einzigen Faktor, der es schaffen könnte, dass T1 wieder so zu alter Blüte aufblüht. Und das ist einfach Faker. Das ist die Rückkehr dieses 1v9ers. Und er macht ja nicht mal was. Er ist einfach nur da. Er macht einfach nur ganz normale Plays. Ist mechanisch weit weg von Insane.
Aber no joke, 4-14 ohne ihn und mit ihm direkt 4-1 gewonnen. Jetzt hier Best of 5 und KT sollte hier drüber rasieren. KT sollte stompen wie in Game 1, wo T-Bone nicht einen einzigen Turm bekommen hat. Bis auf, also letzte Minute haben sie den Turm bekommen. Anyway, und jetzt hier KT, like what happened? Der Shotcaller ist back in business. Es könnte kein krasseres Statement zu Faker geben und alle seine Hater einfach ein fetter Mittelfinger. No joke. Wenn dieses KT, dieses Monster-KT gegen dieses unglaublich schlechte T1 verliert vom Summer Split, nur weil Faker zurückkommt, Bruder. Ohne Faker Telekom Osaka, mit Faker auf einmal Telekom Osaka in die andere Richtung. Ja gut, er ist weit weg von Telekom Osaka, das war schon noch was anderes, was wir gesehen haben. Von KT gegen T1, als Pobi gespielt hat. Aber es ist unglaublich, das kann man sich einfach nicht vorstellen, dass ein Spieler so einen heftigen Unterschied macht. Es ist so insane, aber wow, es gibt halt einen Spieler, der das aufspielen kann. Das ist nun mal unser Goat. Unser Goat. Und er ist nicht mal krass, er ist nicht mal mechanisch gut gerade, aber it doesn't matter. Er ist anwesend, er callt. Er macht wieder alle F-Keys, spammt alles und guckt und shotcallt, I guess. Und dann macht sein Team wieder die Plays, als wären sie wieder frisch und jung. Sehr sexy von T1. Und auf einmal sieht Game 2 richtig, Game 3 richtig nice aus. Und es wäre der zweite Win für T1 auf Red Side. Heißt, wenn sie jetzt auf Game, wenn sie Game 3 auf Red Side gewinnen, können sie danach einfach auf Blue Side chillen. Können Game 4 verlieren, who cares? Und dann Game 5 auf Blue Side tun, haben sie wieder Side Selection. Oder aber sie gewinnen einfach Game 4 auch noch. Komplett fein. Das ist so insane. Das ist so insane. Richtig, richtig sexy. Anyway, wieder beruhigen, Chat. Also ich bin zu dumm. Ich bin nur halb anwesend, Herr Lehrer. Du bist nur halb anwesend? Ist fein, Colin. Du verpasst gerade eine crazy Series, aber das ist kein Problem. Selber schuld. Kannst du ja nachgucken auf YouTube oder so, weiß ich nicht. Aber was soll ich sagen? KT hat immer noch eine geile Bombe-Kombo. Aber oh mein Gott! Ich seh's jetzt erst! Ich seh's jetzt erst! Oh mein Gott! Es ist Zonyas auf Jax gekauft worden. Keen ist komplett reported. Er kauft Zonyas auf Jax als zweites Item. Ich kann nicht mehr. Oh, es ist so bad. Es ist so bad. Engage hier. Panic von BDD. Kriegt nicht mal Fakers Krone geprockt. BDD einfach tot. Oh, geil. Oh, geil. Es ist Free Win. Enden wir mit Nash? Oh, es ist so free. Zonyas auf Jax als Item, ich kann das nicht. Es ist so reportable, es ist so reportable. Es haben für eine Ewigkeit quasi alle Top-Länder gemacht und dann haben es alle aufgehört zu machen. Immer Spear of Trojan, Black Cleave oder Hellbreaker als zweites. Aber hier, also. Was ist das für ein T1? Wo kommen die her? Ein KT fällt komplett in sich zusammen. Das ist nicht KT, das wir erwartet hätten. I don't know. Don't get excited about KT indeed. Running on the last ergs here. And I think Ona can just come over, take himself this soul point very comfortably by himself. And KT's composition doesn't have a lot of comeback mechanics, right? Like, yeah. I think this very early Ezreal pick. No, Chat. Nachdem T1, oh, okay. Nachdem T1 gerade so, barely, so gerade so Playoffs erreicht hat. Gerade so. Gerade so Playoffs geschafft hat. Der Miracle Run. Der Miracle Run, wo es niemand erwartet hätte. T1 wieder auf die 1. Es wäre so insane. Imagine T1 gewinnt nach diesem. Okay, ich sollte nicht zu excited werden. Ich will gerade. Ich nehme zu. Nein, scheiß drauf. Es ist gerade Runde 2. Talking. Entspann dich. Ich wollte gerade schon über Worlds gewinnen reden. Aber imagine T1 gewinnt Worlds, okay? Stell dir mal vor, T1 gewinnt Worlds. Nach dem, was mit Faker passiert ist und T1. Kompletter Zusammenbruch. Ohne Faker. Er kommt zurück und sie gewinnen einfach. Alter. Oh mein Gott. Das wäre so insane. Das wäre so insane. Das wäre so insane. Aber okay, ist Runde 2 Playoffs. Ist Runde 2 Playoffs. No, ist niemand bei Worlds dabei von Korea? Ne, China steht fest. Korea ist noch nicht safe. Und China ist eh besser als Korea. Aber nein. Es wäre sehr. Anyway, T1 hier am Abliefern. Sieht sehr, sehr sexy aus. Drei Drachen bereits bekommen. Seele, Faker freeze sogar Loki hier die Midlane Wave, um Minions zu denyen. Warum nicht? Hat gerade eh kein Play. BDD kann auch gerne als Pink Ward cosplay. Der Faker auf Nico war tausendmal krasser als du auf Nico. Und jetzt einfach in aller Ruhe, Chat. Wir spielen einfach die Seele an. Nash so ein bisschen pressuren, aber nicht wirklich. Ne? Du willst nicht Nash forcen, wenn Nocturne Ult ready hat. Da ist ein laufender Pink Ward, der wird jetzt von Faker gepinkt. Lol. Oh, geil, wie auf der Minimap auch der alte Pink Ward. Das alte Ward-Logo ist auf der Minimap drauf. Das gibt's gar nicht mehr, das Logo. Lol. Wait, Nico hat noch das alte Ward-Logo. Das ist noch im Game drin, ist ja verrückt. Ich hab lange nicht mehr gesehen. Spaghetti Goat lässt grüßen, würde ich sagen. Lässt grüßen. Mein Hopium ist bis zum Anschlag aufgedreht, Junge. Look at this. Jetzt ist er einfach ein Zombie-Ward. Was ist das denn? Really just trying to do something and the fact that he's not showing on the map really does keep T1 honest. They have to be really careful. They have to move together as a group but not too stacked up and clear vision, but it does mean that
So schön, wie du es feierst, ey, liebe Johanna, wenn du dich gerne mitreißen lässt. Denn ich lasse mich von T1 sehr gerne mitreißen. Lass mich gerne hypen. Ich habe richtig Spaß an League of Legends. Das ist einfach ein tolles Game. Und gerade von diesem Jungen, von diesem Team gespielt, ist einfach insane. T1 spielt Nash an. Sie werden ein paar Zaplings werfen. Und dann müssen sie gucken, dass sie halt nicht an Nocturne den Nash verlieren. Nocturne kann nicht gesund werden von Maokai. Er hat zwei Art und Weisen, die Ult zu umgehen. Einmal einfach Spellschirden und die Ranken blocken. Und zweimal einfach drüber fliegen. Blue Trinket into Smite ist gefährlich. T1 wird hier trotzdem wahrscheinlich den Flip anspielen. Licht geht aus. Nocturne kommt rein. Nocturne mit Galio oben drauf, aber es ist zu spät. Ja, es ist fucking free. Keen ist noch Faker drauf. Faker im Full Focus. Faker im tollen Streamer Engage. Damit wirft er alle von sich runter und Sonne ist danach richtig stark von Faker. Keen wird ihn wahrscheinlich noch finishen. Nope, Faker flasht. Keen flasht hinterher. Kein Damage von Azir und auch nicht von Jax. Faker mit dem Thumbs up und stirbt am nächsten Deep Strike. Who cares? Es ist ein Free Nash obendrauf. Der koreanische Superstar wurde wieder gefokust, aber doesn't matter. Sehr, sehr schön. Aiming jetzt noch gemeinsam. Versucht Zeus und... Nope, er ist tot. Einfach ein Goomba gestorben. Leute, wir haben einfach 2-1. Wir haben einfach 2-1 für T1. Was ist mit KT passiert? Wo kommt dieses T1 her? Ja, dieses T1 sollte niemals gewinnen können heute. Ihr sollt niemals gewinnen können. Ihr sollte immer eindeutig als Fuck sein. Es sollte niemals ansatzweise winnable sein. Aber du darfst T1 einfach niemals abschreiben. KT auch einfach unser Playoff-Joker. Weil immer KT excited, wenn mal KT geil spielt, musst du Angst um sie haben. Und ja. Es gibt Lower Bracket, KT ist nicht aus Playoffs raus, wenn sie hier verlieren. T1 ebenfalls nicht. TB kommt durch. Engage von der nächsten Paranoia Ult. Direkt ein Spiel auf Kass. BDD hat kein Flash, kein Pop Blossom. Was macht er hier? Er protobeltet und ja, Keria panic ein bisschen. Kill auf Zeus, aber undenkbar. Der Mann ist einfach ein Monster-Tank. Und jetzt kommt Azir dazu. Faker kommt rein und findet die Kills, die er braucht. BDD ebenfalls tot. Ein Guma Yuzi. Ohne ein Endspiel. Und jetzt wird T1 einfach enden gehen. Junge, ist das ein geiles Best of 5. Und wir haben den ersten Red Side Win. KT wird hier 2-1 erstmal behind fallen. Natürlich können sie das Best of 5 auch noch gewinnen. Aber Bruder, T1, wenn sie so aussehen. Weil T1 hat hier gegen Kwangdong gewonnen. T1 hat gegen Nongshim gewonnen, als Fakers Return. Die erste Feuerprobe war gestern Showmaker und Canyon. T1 musste ja gestern ein gesamtes Best of 5 spielen. Währenddessen konnte KT sich ausruhen, ihre Games analysieren, ihre Draft analysieren. T1 liefert aber jetzt auch wieder ab. Obwohl KT so einen riesigen Vorteil hat. KT hat ja sogar T1 ausgewählt. KT hat gestern die Entscheidung getroffen, dass sie bewusst gegen T1 spielen wollen. Und verlieren jetzt hier 2-1 wahrscheinlich dieses Game. Ich muss echt aufhören, so excited zu werden. Ich nehme mir komplett alles weg. Ist noch lange nicht zu Ende, das Game. Oder die Series zumindest. Das Game ist zu Ende, of course. Aber die Series ist nicht zu Ende. Aber ja, also ist einfach... Das ist... T1 ist ja gerade, je mehr Games sie spielen, desto heißer werden ihre Feuerproben. Und es gibt keine heißere Feuerprobe als dieses Game hier. KT ist das stärkste koreanische Team im Regular Season gewesen, eindeutig. Besser als Gen.G, eindeutig besser als Damwon, eindeutig besser als Hanwha. Und wenn sich heute T1 gegen sie durchsetzen würde, dann haben sie eigentlich alles geschafft, was sie schaffen müssen. Dann ist auch Gen.G winnable, Hanwha ist winnable, alles winnable, Worlds winnable, Asia Games winnable. Es wäre Fakers 11. koreanische Meisterschaft. Für den Mann ist halt einfach Gewinnen, weil sie die schon Pflicht. Aber gerade nach diesem Split ist er halt erstmal nicht seit Jahren Underdog, ne? Erstmal nicht seit Jahren ist Faker Underdog. Das ist so insane. Alles, was braucht, ist einen Monat lang verletzt sein, lol. Das ist ja vor allem langfristig ein Buff für T1. Weil das ist ja genau, was K-Koma immer gesagt hat. Ich weiß, ich habe das schon oft erzählt, die Story, aber ist immer einfach wichtig. Und es schalten ja vielleicht ein paar mehr andere Leute auch zu Playoffs ein. Aber Coach K-Koma hat immer wieder Faker rausgesubbt, weil er schon damals in 2014 und 15 und 16 wusste, jedes T1-Lineup ist zu abhängig von Fakers Shotcalling. Heißt, Faker rauszusubben für Pyrian, für Easyhoon, für Scout, für andere Substitute-Midlaner, ist geil, damit andere Spieler eigenständig denken lernen. Heißt, dass jetzt dieses T1-Kader für einen Monat ohne Faker spielen musste, ist halt vielleicht im Hinblick auf Worlds, was ja in 2 Monaten beginnt, ein Buff. Aktuell ist ein Debuff, Faker ist nicht auf voller, ist immer noch verletzt, aber ne? Langfristig maybe ein Buff. Und das ist halt wäre insane für Worlds, das werden wir noch erfahren. Sollte T1 zu Worlds fahren. Zeus jetzt hier, wird geflankt, Licht geht aus, Jax in der Backline, Keen kommt auf Guma durch, genau wie die Galio-Ult, Zeus Entrance, aber useless, Faker schiebt Jax noch aus der Luft raus, obwohl er nicht mal gesehen hat. Sehr schön von Faker gemacht gegen den Engage, aber jetzt hier natürlich einfach kompromissloses Ende. Not even close. Double Kill für Faker. Geil. Gib ihm Penta. Komm, gib Penta für Mente. Gib Penta für Mente. Gib Faker Mente. Gib ihm Penta für Mente. Komm. Keen. Schade. Guma Yuzi mit dem Kill. Faker Triple Kill. Gib Quarter Kill für Mente. Quarter Kill. Kass. Nach vorne laufen. Sterben. Rein da. Nice, Mann. Was ist das für eine Series? Was ist das für eine Series, Chat? Wo kommt dieses T1 her? Es ist so geil.
Sie haben kein Business, dass sie so gut aussehen. Es ist einfach illegal, aber es klappt. GG.